Wie ich in meinem letzten Video bereits erwähnt habe, sind wir gerade in einer Zeit, in der es Leben rettet, wenn wir zu Hause bleiben. Und ich denke, es kann für viele Leute eine Herausforderung sein, Zeit mit sich selbst zu verbringen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und in meinem letzten Video habe ich euch dafür einige Self-Care-Ideen gezeigt und heute gibt es mal produktive Dinge, die ihr zu Hause machen könnt. Vorab möchte ich aber noch sagen, dass du diese Tipps nicht befolgen musst und dass du diese Sachen, die ich hier gleich aufziehen werde, überhaupt nicht machen musst und du musst dich auch nicht schlecht fühlen, wenn du das nicht machst. Es ist vollkommen okay, wenn Arbeiten, Lernen und Produktivsein gerade nicht deine Prioritäten sind, aber trotzdem gibt es Leute, die diese Zeit gerne nutzen wollen und sich eventuell noch ablenken müssen und für diese ist dann dieses Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen und ich verlinke dir jetzt noch meine letzten Videos zum Thema Tipps gegen Langeweile zu Hause und würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Eine Sache, die ich richtig cool finde, aber selbst noch gar nicht ausprobiert habe, ist die Google Zukunftswerkstatt. Da kannst du sogenannte Webinare, also so Online-Seminare und auch Kurse belegen, in denen dir was beigebracht wird. Und bei manchen Kursen kannst du dann sogar am Ende Zertifikate erhalten. Also ich finde es mega cool und eine gute Alternative, sich von zu Hause weiterzubilden. Die nächste Idee wäre, ein Bullet Journal anzufangen. Also ich habe auch seit Anfang dieses Jahres endlich mal ein Bullet Journal. Ich war vorher immer viel zu faul, aber jetzt habe ich das mal gemacht und ich fühle mich viel besser und viel organisierter, seit ich ein Bullet Journal habe. Da man erstens da planen kann und zweitens sich kreativ ausleben kann, das kann man dann so zusammenfassen und das finde ich mega cool, deswegen wäre das ein Tipp für mich an euch, ein Bullet Journal anzufangen. Die nächste Idee wäre, positive Affirmationen aufzuschreiben. Falls du dich jetzt fragst, hey, was sind Affirmationen? Das sind einfach Sätze, die du dir sagst, damit du sie irgendwann glaubst. Klingt ein bisschen komisch, aber es hilft. Das heißt, wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, immer wieder und immer wieder, dann glaubst du das irgendwann, beziehungsweise dein Unterbewusstsein glaubt es irgendwann und das kannst du mit ganz vielen Sachen machen. Du kannst dir eigentlich alles aufschreiben und irgendwann glaubst du es dann. Ja, diese Affirmation kannst du dir ja auch irgendwo hinhängen oder in deine Meditationsroutine mit einbinden und so weiter. Außerdem kannst du neue und gesunde Rezepte lernen. Ich habe dafür auch mal eine ganze Playlist auf meinem Kanal, in denen ich über Veganismus rede, in denen ich über gesunde Ernährung rede und in denen ich auch Rezepte zeige. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich verlinke euch die Playlist jetzt hier oben. Denn das, was du in den Körper reinsteckst, beeinflusst natürlich auch, wie du dich fühlst. Und deswegen ist eine gesunde Ernährung sehr wichtig. Und ich glaube, jetzt hat gerade jeder richtig viel Zeit und die kann man gut in Rezepte und in Kochen und in Backen und in sich ausprobieren stecken und verwenden. Die nächste Idee wäre Quizlet. Für jeden, der Quizlet nicht kennt, das ist eine Vokabel-App, das heißt, du kannst selbst Vokabelsets machen und dir Sachen aufschreiben oder du kannst auch vorhandene Vokabelsets schon benutzen, was ich mega cool finde. Also ich lerne ja Koreanisch und ich kann einfach von anderen Leuten die Vokabelsets nehmen und diese dann quasi üben, also richtig cool und ein guter Zeitvertreib und auch noch sehr produktiv, weil du auch was dabei lernst. Wo wir gerade schon beim Thema Sprachen lernen und Vokabeln sind, habe ich gleich die nächste Idee für euch zu diesem Thema und zwar ist es, sich Klebezettel zu schreiben und diese Klebezettel überall in seiner Wohnung zu verteilen. Das klingt super komisch, aber es geht darum, dass du Vokabeln aufschreibst. Das heißt, du klebst nicht irgendwelche random Klebezettel in dein Zimmer, sondern du beschriftest zum Beispiel Pflanze mit dem in deiner gelernten Sprache sozusagen, mit dem Wort. Das heißt, du beschriftest zum Beispiel dein Fenster mit, in meinem Fall jetzt mit dem koreanischen Wort Fenster und immer wenn du auf diesen Gegenstand drauf guckst, siehst du das fremde Wort und irgendwann wirst du es dir merken. Okay, eine Sache, die ich jedes Jahr machen möchte und irgendwie nie mache, ist eine Bucketlist. Das heißt, einfach, okay, eigentlich, ich habe eine Bucketlist gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, aber einfach eine Liste mit Dingen, die du dieses Jahr erreichen willst, beziehungsweise die du dieses Jahr machen willst, finde ich super cool. Sachen, die du dieses Jahr oder, keine Ahnung, dieses Jahrzehnt oder diesen Monat erreichen willst oder machen willst, finde ich super cool. Auch mal sich selbst zu reflektieren, also macht es auf jeden Fall. Super coole Idee, empfehlenswert. Okay, meine letzte Idee wäre nun, ein Sudoku oder ein Kreuzworträtsel zu machen. Ich glaube, das machen wir heutzutage viel zu wenig. Also schreibt mir mal in die Kommentare, wann habt ihr zuletzt ein Sudoku gemacht? Wisst ihr überhaupt, wie das geht? Aber es challenge einen auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, sich selbst zu fördern und die Gehirnzellen anzuregen. Jetzt gerade in Quarantäne und generell auch immer. Also das wäre meine letzte Idee. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen oder wird euch in Zukunft noch helfen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video von mir, da ich momentan jeden Tag hochlade. Also dann bis morgen. Bleibt gesund und fröhlich und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.